Ja, und weiter geht's. Ich trinke noch mal schnell einen Schluck. Ich muss nämlich reden hier. Ja, Lishari wurde ermordet. Ich wiederhole nur, was ich letzte Folge die ganze Zeit gesagt habe. Ich werde den Mörder finden und dann ist der Kopf kürzer. Aber sowas von Dreiviertelkopf. Den hau ich meine Klinge quer durch den Hals. Hallo. Wie kommt er mit der Rekonstruktion des Leuchtfeuers voran? Nun, das Wissen um die schwarzen Steine ist schon mal ein großer Fortschritt. Aber dennoch, es bleiben tausend geschlossene Fragen. Ich fühle mich jämmerlich, um ehrlich zu sein. Wie ein Kind, das mit der Aufgabe betraut wurde, die Technik hinter einer Sternlingskanone zu verstehen. Und dennoch, seid ihr eigentlich Andralea? Ihr habt einen leichten Akzent. Habe ich? Ich dachte eigentlich, den hätte ich mir abgewöhnt. Aber ja, ihr habt recht. Ich stamme ursprünglich aus Nerim. Wie ihr, wenn ich mich recht entsinne. Aus Nerim? Wieso habt ihr mir nichts davon erzählt? Gute Frage. Wirklich gut. Vermutlich, weil ich keine einzige gute Erinnerung an dieses Land habe. Wisst ihr, wenn ihr mich vor 2,5 Jahrzehnten gesehen hättet, hättet ihr nämlich niemals vermutet, dass ich einmal zum Erzmagister Enderals werden würde. Nein, wirklich nicht. Ich war nämlich Sklave. Ich war Sklave? Ja, ich wurde in eine fahrende eternische Spielmannsfamilie hineingeboren, habe aber meinen Vater nie kennengelernt. Irgendwann hatte meine Mutter dann aber genug von diesem Leben und hat sich davongemacht, mit mir auf dem Arm. Aber wollt ihr das überhaupt hören? Ich will euch nicht langweilen. Keine Sorge, tut er nicht. Wie ist die Flucht eurer Mutter ausgegangen? Naja, sie hat einen reisenden Händler kennengelernt, der uns in einem kleinen Dorf im Salatinwald abgesetzt hat. Sildren hieß es. Meine Mutter sollte sich dort als Weberin ein paar Münzen verdienen, um mich durchzufüttern. Aber der Mann, bei dem sie zu arbeiten begann, hat sie irgendwann einfach nicht mehr bezahlt und uns wider Willen dort gelassen. Creo war sein Name. Ich werde diesen Schandkerl nie vergessen. Ist es wichtig? Ihr meint, er hat euch und eure Mutter einfach zu seinen Sklaven gemacht? Wie ist das möglich? Das fragt ihr mich. Ihr seid doch selbst Nerimese. Was hätte meine Mutter schon machen können? Sie war schwach und ich viel zu jung. Bis ich 9 war, So mussten wir einfach diesem kann das Creo nicht hätte klappen. dienen, wenn ihr versteht. Und niemand hat euch geholfen. Niemand, nein. Creo hat ein großes Anwesen und hielt dort ein gutes Dutzend Sklaven. Jeder im Salatinwald hatte Angst vor ihm. Und von Kanzler Baratheon war ohnehin keine Hilfe zu erwarten. Und wie seid ihr dann schlussendlich entkommen? Ich hatte Glück, schätze ich. Ein reisender indraleischer Geschäftsmann ritt eines Tages mit Samteskorte durch das Dorf und sah durch Zufall die Kräuter, die ich in unserer Hütte zum Trocknen aufgehängt hatte. Das habe ich immer in den wenigen Stunden, die mir an freier Zeit blieben, gemacht, wisst ihr? Der Wald war so reich an seltenen Gewächsen, ihr macht euch keine Vorstellung. Naja, auf jeden Fall hatte ich durch Zufall ein ganzes Bündel Götterzunge gefunden. Das hat den Mann sehr beeindruckt und da hat er mich Creo kurzerhand abgekauft. Und eure Mutter? Tja, die hat er einfach dort gelassen. Er war kein gnädiger Mann, wirklich nicht, sondern wollte einfach nur mein Händchen für Kräuter. 2 Monate später sind wir dann von Wellenfels aus nach Enderal übergesetzt und er starb dort ein gutes Jahr später an den Fleischmaden. Aber er war seines Pfades erhabener. Und als seine Angehörigen von meinem alchemistischen Talent erfuhren, erkauften sie mir einen Platz als Novize. Tja, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Seltsam, euch das so zu erzählen. Führt mir irgendwie vor Augen, wie verrückt meine Geschichte eigentlich ist. Habt ihr eure Mutter denn nie wieder gesehen? Nein, meine Verpflichtungen hier sind zu zahlreich und eine Passage nach Nerim ist sündhaft teuer. Aber ich habe vor ungefähr einem Jahr einen Söldner nach Sildren schicken lassen. Laut ihm jedoch ist Kreos Anwesen wie ausgestorben und von meiner Mutter war keine Spur. Aber wenn all das vorbei ist, werde ich den Großmeister um Erlaubnis bitten, selbst suchen gehen zu können. Beim rechten Weg, jetzt habe ich euch aber zugeschwafelt. Ich denke mir, eine schöne Frau wie ihr hat Interessanteres zu tun, als sich die Lebensgeschichten eines langweiligen Magisters anzuhören. Verzeiht mir. Irgendwann vielleicht, Benja. Okay. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Die nächsten Schritte besprechen. Und deshalb werdet ihr sie finden. Ah, okay, der war noch nicht ganz fertig. Entschuldigung.
Wenn ihr das Fortsetzung von seinem Gespräch hört, dann müsst ihr zurückspulen. Aber wenn die hohen Steine verpestet haben, ist das denn nicht eine schlechte Idee, sie herzubringen? Nein, weil wir wissen, womit wir es zu tun haben. Anders als die, die den Steinen zum Opfer fielen. Stellt sie euch wie ein magisches Schwert vor. Ein Narr weiß es nicht zu führen und wird sich daran über kurz oder lang schneiden. Ein erfahrener Krieger jedoch kann sich seine Macht zunutze machen. Was nicht heißt, dass wir leichtsinnig mit ihnen umgehen werden. Was wir brauchen, ist ihre Energie, nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir die erstmal auf das Leuchtfeuer übertragen haben, sind ihre Hüllen für die Hohen nutzlos. Nun, da wir die Dinge selbst nicht nutzen. Das heißt, wir müssen diese Steine finden, sonst können wir das Leuchtfeuer nicht entzünden. Korrekt, ja. Die drei Sockel, die das Leuchtfeuer umgeben, das sind Fassungen für Energieträger. Die Quellen, aus denen es seine Kraft bezieht, wenn wir es aktivieren, also entzünden. Ohne die Energie ist es nutzlos, aber mit ihr kann es die Hohen bannen, ein für allemal. Verstehe. Und wie sollen wir sie aufspüren? So wie ich das beschrieben habe, so wie ihr das beschrieben habt, sind die doch auf ganz Wün verstreut. Ja, aber wir brauchen nicht alle von ihnen. Das Leuchtfeuer hat genau drei Fassungen und so viele der Steine werden wir auch hier auf Enderal finden. Erzmagister? Ich habe die Geschichten der Perlen als junger Arkanist studiert und meine Aufzeichnungen sollten euch Anhaltspunkte geben. Gebt mir bis morgen, dann habt ihr die relevanten Auszüge. Gut, ist das noch etwas, das ich beachten sollte? Kommt einfach immer zu mir, wenn ihr Fragen habt. Und beeilt euch. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, aber nerimesische Stoßtruppen durchstreifen das Land und errichten Stützpunkte. Je früher wir die Steine haben, desto besser. Okay. Ja, ich würde sagen, wir warten. Ist das eigentlich nicht riskant? Ja gut, der Tempel wird ja anscheinend gut bewacht. Aber ist es nicht riskant hier? Man sollte ein Drei-Augen-Prinzip einführen, also ein Sechs-Augen-Prinzip. Zwei Leute, die den da oben bewachen. Das können und zwar willkürlich ausgewählt. Das sind dann zwangsläufig nicht unbedingt die Bösen. Es kann sein, dass einer von den Bösen ist, ja. Mann. Schon ein krasses Teil. Gut, bis morgen warten. Ich denke mal, es ist an der Zeit, mal einmal auszuschlafen und dann. Wo sind die Quartiere? Was war das Emporium? War das hier? Sanktum. Das ist ja das Chronikum. Quartiere. Soll ich bis morgen warten oder muss ich gleich mal auf die Quest gucken? Warten bis jetzt mal. Es schwindet das Licht am Ende des Tages. Ist es wichtig? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Oder die Kugel. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament. Und deinen Pfad will ich ehren. 100-mal den 70. Vers abschreiben. Malfas Kraut, Zwiegerich, Scherkraut. Und ja, nicht zu viel Witze. Das Wunderkind.
Das Wunder kennt ihr. Jetzt standen sie direkt hinter mir. Das heißt, die sind jetzt mit draußen. Ich habe irgendwie einen höheren Radius. Die werden durch mich durch die Ladezone gesaugt. Doch nicht. Das summt ganz schön, ne? Warten, bis er jetzt mal ist. Wie lange soll ich denn warten? 50 Jahre? Setzen wir uns mal irgendwo hin. Da ist eine Bank. Ist das eine Bank da hinten? Ja, das ist eine Werkbank. Oh, das sind Bänke hier. Inventar ist wie voll? Ah, das geht noch. Ach du Scheiße. Als ich den Scheiß ausgedacht mit dem Rasten. Hallo. Ja? Was hältst du von den derzeitigen Geschehnissen? Ach. Bis zum Erscheinen dieses Korex dachte ich, die Dinge entwickeln sich endlich zu unseren Gunsten. Der Siegelstein und dieses Leuchtfeuer. Aber ein Krieg mit Nerim ändert alles. Sie übertrumpfen uns in Manneskraft, Ausrüstung, einfach allem. Hoffen wir, dass die Mauern Arks wirklich so widerstandsfähig sind, wie man sagt. Ja, weißt du was, dann geh ich wieder rein. Wun? Dann geh ich wieder rein. Gesundheit. So, ich hoffe, das reicht. Ich will jetzt nicht irgendwo hinrennen und eine andere Quest machen. Finde die Hauptquest genügt. Das Spiel ist so unglaublich schwer, deswegen würde ich eh nur mit Kill durchlaufen. Die Aufzeichnung über die schwarzen Steine bei Erzmarionär. Ja, das sieht doch, hört sich doch gut an. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament und dein Fall. Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Wunderkind. Wunderkind. Ich habe gehört, dass ihr eine Menge vom Schwertkampf versteht. Mich würde interessieren, was da dran ist. Da dran? Warte mal, lass mich mal sehen. Knochen, so ein paar Bänder, Seile und Rest Blut, was ich noch nicht abwaschen konnte. Das letzte übrigens von Knochenreißer, wenn ihr mich nicht irre. Was? So, er wäre fertig. Ja. Habt ihr eure Arbeiten auswerten können? Ah, richtig, die Aufzeichnungen. Ja, hier sind sie. Ich habe euch die relevanten Stellen markiert. Folgt einfach den Spuren und seht, ob ihr etwas finden könnt. Und wenn ihr einen der Steine habt, kommt und bringt ihn mir. Dankeschön. Gestartet, unser aller Rettung. So, ist es das? Lexis Aufzeichnung lesen. Oh Gott, ich bin ein ganz anderes Menü gerade gewohnt. Und zwar den Pip-Boy gerade. Da. Die schwarzen Steine, eine Abhandlung. Verfasst von Lexil Meraville, Erzmagister des Heiligen Ordens. Boah, ist das klein. Auf den folgenden Seiten erläutert Lexil die Herkunft und den Mythos der schwarzen Steine sowie verschiedene Spekulationen über sie. Ihr seht, dass sich insgesamt 3 Lesemarken in dem Folianten befinden. Punkt. Erste Lesemarke.
ist das scheiße zu lesen, echt. Die Schrift ist mies. Die Schriftart ist mies. Ich bin lieber für normal Arial. So bleibt auch die Frage offen, ob die Zerwürfnisse im Geschlecht der Dalgais nicht letzten Endes auch dem schwarzen Stein zugeschrieben sind. Sicher ist jedoch, dass Jiro Dalgais, dessen Faszination für seltene Mineralien allgemein bekannt war, den Stein bei einem fahrenden Händler aus Kyra zu einem Spottpreis erstand, vermutlich ohne zu wissen, worum es sich dabei in Wirklichkeit handelte. Deswegen weiß man, dass Jiros Nachfahre, Ketaron Dalgais, den das Geschäft seines Adelsgeschlechts zu einem der mächtigen Männer Enderals gemacht hat, trotz seiner offenkundigen misanthropischen Charakterzüge eine gewisse Liebe zu Traditionen hegte und hegt, und er deshalb die Steinsammlung seines Vaters hütet wie seinen Augapfel. Falls man also Vermutungen über den Verbleib der sich auf Enderal befindenden schwarzen Steine anstellt, ist man am besten beraten, eine Audienz bei Dalgais selbst zu ersuchen.